Und zu dem Zeitpunkt warst du Eishockey-Profi schon. Richtig. Also hast Vollzeit quasi, also während der Saison, Eishockey gespielt. Richtig, meinen ersten Profivertrag habe ich mit 17 in der zweiten Bundesliga beim Duisburger SV unterschrieben, also noch bei meinem Heimatverein. So, und dann bin ich mit den Jahren gewechselt, aber ich habe mit ein bisschen Glück und Geschick immer darauf geachtet, dass ich doch in der Nähe der Universität geblieben bin. Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute mit einem absoluten Immobilienspezialisten. Wir sind hier gerade in Düsseldorf an der Kö in einem wunderschönen Büro bei dem Grisha Peach. Und wir sind hier und wollen uns heute mal über das Thema Kapitalanlage in Immobilien darüber unterhalten und wie so dein Werdegang gewesen ist, wie du da hingekommen bist. Du hast ganz, ganz spannende Projekte schon abgeschlossen als Projektentwickler und Immobilienhändler. Und da freue ich mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns mal ein paar Fragen zu beantworten. Hallo Grisha. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, schön, dass wir auf jeden Fall hier sein können in deinen tollen Büroräumen. Wirklich sehr, sehr modern gestaltet. Wir sind sehr nett empfangen worden von deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Fühlen uns direkt wohl. Und ich würde gern mal so ein bisschen vorne anfangen bei dir, weil ich weiß, du bist ja ehemaliger Profisportler gewesen, Eishockey-Profi, und hast da ja eigentlich erstmal noch gar nichts mit Immobilien zu tun gehabt. Wie war da, also wie kommt man vom Profisportbereich in das Thema Immobilien rein? Wie ist da der Weg gewesen? Das ist etwas komische Geschichte. mein Vater hat immer darauf geachtet, dass ich neben dem Sport auch anständig in der Schule bin und nach dem Abitur und dem Weg ins Profitum auch einen anständigen Beruf erlerne. Das ist ja in dem Sinne als Profisportler nicht möglich. Ich konnte ja keine Lehre beginnen oder sowas, weil das hätte überhaupt nicht gepasst mit dem Ausbildungssystem in Deutschland. 3 Jahre an einem Ort sein, Berufsschule besuchen und so weiter. Also blieb mir eigentlich nur die Alternative, ein Studium zu beginnen und dann auch hoffentlich erfolgreich abzuschließen, weil da ist man einfach flexibler in der Zeit und man ist etwas flexibler von dem Ort, wo die Universität ist. Man könnte zur Not den Studienort auch einmal wechseln. Ah, okay. Heute ist das noch leichter mit Online-Learning und mit Internet. Das gab es aber damals noch nicht. Das gab es damals vor Ort noch nicht. Ich habe 1994 Abitur gemacht, aber trotzdem war ja auch damals das Lernen etwas flexibler. Und so habe ich dann Studium mit dem Eishockeysport kombiniert. Und das Studium hatte den Bezug zur Immobilienwirtschaft? Nein, auch überhaupt nicht, sondern ich musste einen Studiengang finden, der zu mir passte. Ich war damals in Mathematik im Abitur gar nicht so gut, obwohl ich heute nur mit Zahlen zu tun habe. Und so habe ich mich für das Studium der Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum eingeschrieben. Okay. Mhm. Und weil es war gar kein trockenes Thema, ein guter Bezug zum Leben. Und vor allen Dingen war es in der Nähe von meinem Zuhause und diverser Eishockeyvereine, wo ich auch damals gespielt habe. Das heißt, da warst du ja irgendwie so 16, 17, 18 rum wahrscheinlich? Ich war 19. Und ich bin erst mit 7 eingeschult worden, dann 13 Schuljahre dazu. Dadurch habe ich dann Abitur kurz vor meinem 20. erst gemacht. Und zu dem Zeitpunkt warst du Eishockey-Profi schon? Richtig. Also hast Vollzeit quasi, also während der Saison, Eishockey gespielt? Richtig, meinen ersten Profivertrag habe ich mit 17 in der zweiten Bundesliga beim Duisburger SV unterschrieben, also noch bei meinem Heimatverein. Und dann bin ich mit den Jahren gewechselt, aber ich habe mit ein bisschen Glück und Geschick immer darauf geachtet, dass ich doch in der Nähe der Universität geblieben bin. Und wie kam dann der Break? Also wie kommt man dann aus dem Eishockeysport raus zum Thema Immobilie? Ich bin gar nicht freiwillig aus dem Eishockeysport ausgetreten. Ich hatte bei einem Training einen schweren Unfall. Okay. Da war mir das Genick angebrochen und auch durchgebrochen. Den 3. und 4. Halswirbel angebrochen, den 5. und 6. durchgebrochen. Ach du Schande. Und lag dann sehr, sehr lange im Krankenhaus. Und es stand lange nicht fest, wie es mit meiner körperlichen Verfassung überhaupt weitergeht. Eishockey ist halt ein gefährlicher Sport, aber diese Verletzung war selbst für den Eishockeysport sehr außergewöhnlich. Ich habe dann im Krankenhaus, weil ich sehr, sehr lange bettlägerig war, alle Dinge, die ich während der Saison und während des Eishockeysports nicht so lernen und aufarbeiten konnte, habe ich nachgeholt. Ich war also relativ fit dann und habe dann noch ein Repetitorium besucht und habe dann unmittelbar nach dem langen Krankenhausaufenthalt das erste Staatsexamen gemacht. Krass. Weil ich ja nicht wusste, wie geht es mit mir und meinem Sport weiter. Da war immer noch kein Bezug zur Immobilienbranche, aber ich bin dann über Umwege in die Finanzdienstleistung gekommen. Ich habe bei einem großen deutschen Finanzdienstleister dann angefangen. Mich hat damals
das Vertriebsmodell begeistert, auch der Teamgedanke, man arbeitet auch da im Team. Und so bin ich dann das erste Mal in die Finanzen und auch Richtung Immobilien gegangen. Und dort bin ich dann die ganzen Jahre danach geblieben. Ich habe dann nochmal das Unternehmen gewechselt, aber ich hatte immer in der Finanzdienstleistungsbranche den Hang zur Immobilie. Und ich fand sie immer schon eine tolle Kapitalanlage. Ich fand die Hebelwirkung unheimlich toll. Es ist die einzige Kapitalanlage, die man als Kunde zumindest zu kleinen Teilen mitgestalten kann, weil ich kann mir den Mieter aussuchen, ich kann mir den Ort aussuchen, wo die Immobilie ist, ich kann die Immobilie mitgestalten, baue ich eine Einbauküche ein, modernisiere ich das Bad. Also bei keiner anderen Kapitalanlage kann ich so sehr mitmachen als Inhaber der Kapitalanlage. Ja. Wenn ich eine Lebensversicherung kaufe, die ist intransparent und die Allianz erlaubt mir bestimmt nicht, als Beispiel mal dort mitzumachen. Mhm. Bei einer Aktie bin ich auch von dem Geschick des Vorstandes und der Strategie der börsennotierten Firma abhängig. Mhm, absolut. Deshalb hat mich das schon immer begeistert und nach bin ich immer weiter in die Immobilienbranche gerückt. Das ist mega spannend. Also es ist natürlich auch eine krasse Herausforderung wahrscheinlich gewesen, wenn man so vom Kopf her, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn du da deinem Traum irgendwie so hinterherjagst ja auch und dann auch noch Profi gewesen bist. Also das ist ja der höchste Punkt sozusagen gewesen, dass man dann auf einmal von heute auf morgen da rausgezogen wird. Aber was ich beeindruckend finde, ist, dass du da an der Stelle nicht den Kopf in den Sand gesteckt hast, sondern ja sogar gesagt hast, okay, dann geht's jetzt da den Weg nicht weiter, dann studiere ich jetzt halt und guck jetzt, dass ich was anderes machen kann. Also erstmal Hut ab. Hat das, also wie hat dich der Sport jetzt als Persönlichkeit, ne? Weil ich habe dich, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist schon ein taffer Unternehmer, würde ich sagen. So, du bist schon sehr straight und man merkt schon, dass du so die Power mitbringst. Hat das was mit deiner Ausbildung in dieser Sportzeit zu tun, also als Persönlichkeit jetzt? Zum Teil glaube ich ja. Also das Ende im Sport war ja nicht freiwillig bedingt. Mhm. Man muss auch bei allem Geschick sagen, da ist ja auch viel Glück dann dabei, dass ich diesen Umschwung so gut hingekriegt habe. Es war auch keine leichte Zeit für mich. Ich erzähle jetzt so locker davon, aber ich hatte im Unterbewusstsein viele Jahre damit zu kämpfen, dass dieser Traum dann doch nicht so funktioniert hat. Man wird dann so ein bisschen vom Leben getrieben. Ich bin dann sehr früh Vater auch geworden. Dann muss man in dem Bereich wieder Verantwortung übernehmen. Und dann hat man manchmal auch gar keine Zeit, sich Gedanken zu machen, was mache ich jetzt übermorgen, was mache ich nächste Woche? Ich bin auch eine ganze Zeit lang getrieben worden. Das war nicht immer alles freiwillig. Ich habe auch viele Fehler gemacht, auch viele Fehler machen dürfen. Und jetzt komme ich dazu, um deine Frage zu beantworten. Das lernt man im Sport schon, dass man Try and Error macht. Also man muss wieder aufstehen, man verliert einen Zweikampf, man verliert ein Spiel, man verliert mal 3-4 Spiele hintereinander, dann meldet man sich ja auch nicht ab, sondern man macht ja weiter. Und ich glaube, das ist eines der größten Dinge, die ich im Sport gelernt habe, dass es immer weitergeht, dass man positiv denken sollte, weil 90% der Probleme, über die man sich im Vorfeld Gedanken macht, treten in Wirklichkeit dann eh nicht ein oder treten nicht so heftig ein. Also diesen Optimismus, immer wieder auf die Dinge von vornherein zuzugehen, den habe ich, glaube ich, im Sport gelernt. Also mega, was in den kleinen Sätzen, die jetzt gerade drin gewesen ist, da steckt so viel Lebensweisheit drin. Und ich würde das tatsächlich auch so unterschreiben, dass man, das habe ich damals im Sport gelernt, ich war in so einem Fitnessstudio mit einem sehr, sehr harten Trainer damals, der einem auch immer bis zum Limit gebracht hat. Und ich habe das schon mal erzählt, dass dasselbe, was du gerade im Prinzip gesagt hast, war für mich auch ein Learning, was ich mit in mein Unternehmerdasein mitnehmen durfte, dass wenn du denkst, du kannst nicht mehr, aber hinter dir doch noch jemand steht und sagt so, und jetzt machst du aber noch 2, auch wenn du das in dem Moment überhaupt nicht machen willst, du hast es aber gemacht. Und ich sag mal, diese Erkenntnis daraus, auch wenn man denkt, jetzt ist Ende, ich kann nicht mehr, doch, da geht noch was. Also es ist immer noch ein bisschen was drin. Und auch wenn das mit dem Sport im Unternehmertum jetzt nichts zu tun hat, aber diese mentale Hürde dann zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt einfach weiter, das war definitiv auch eine Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe. Und du hast das ja nochmal auf einem extremeren Level kennenlernen dürfen. So. Also ich finde das sehr, sehr beeindruckend.
Jetzt schwenken wir mal wieder um zu dem Thema Immobilien. Vielleicht der Großteil der Zuhörer, die meinen Podcast hören oder auch die Leute, die wir so am Stammtisch haben, das sind ja alles Leute, die selber auch gerne Hand anlegen, ne, die so eine Immobilie gerne auch mal weiterentwickeln. Und ich würde sagen, dass du jetzt als Person, die mir jetzt gegenüber sitzt gerade, eigentlich das Sinnbild davon bist. Du bist ein Projektentwickler. Also deine Aufgabe ist es, sanierungsbedürftige Objekte einzukaufen, die Objekte mit einer Vision weiterzuentwickeln, zu sanieren nach diesen Vorstellungen und dann möglichst so weiter zu verkaufen, dass der Käufer, der sie dann von dir übernimmt, keinen Aufwand mehr damit hat und trotzdem noch eine gute Kapitalrendite erwirtschaftet. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, das kann man so sagen. Der typische Kunde ist bei uns zweigeteilt. Wir haben einmal den klassischen Endkunden, der eine Kapitalanlage sucht im Sachwertbereich, mit der er nichts zu tun haben möchte oder vielleicht auch sogar nichts zu tun haben sollte. Weil er hat ja seine Stärken woanders. Er ist Ingenieur, er ist Arzt, er ist irgendwo Verwaltungsangestellter. Er möchte einen Profi haben, der ihm alles abnimmt. Das heißt, die Immobilie soll irgendwann fertig sein, die soll funktionieren, die soll vermietbar sein, eine passende Hausverwaltung soll gefunden sein und auch wenn nach und nach vielleicht doch nochmal ein Problem auftaucht, wollen wir Ansprechpartner sein. Wir sind nie ganz weg, nur weil wir eine Verwaltung in ein Projekt reinsetzen, kann der Kunde uns jederzeit anrufen. Wir sind ja an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Wir haben viele Kunden, die teilweise die dritte und vierte Immobilie bei uns kaufen und ich glaube, das spricht dann auch für diesen Ansatz. Ja, das ist einmal der klassische Endkunde. Er sagt, ich möchte etwas haben, Sachwert, inflationsgeschützt und jetzt im Zeitalter des Klimawandels, dieser ganzen Heizdebatte, auch ein Projekt, was für die Zukunft gewappnet ist. Dann ist er, glaube ich, bei uns richtig. Auf der anderen Seite sind aber auch die Berater, die draußen diese Kunden betreuen, unsere typischen Kunden. Weil die wollen wir ja auch zufriedenstellen, damit die Endkunden von diesen Herrschaften mit ihnen wiederum zufrieden sind. Das heißt, wir haben sowohl Endkunden, die wir zufriedenstellen müssen, als auch den Berater mit seinen Bedürfnissen. Denn der ist ja noch der viel längere Geschäftspartner. Der Endkunde kauft vielleicht eine Wohnung einmal bei uns und ist dann zufrieden und behält diese Wohnung die nächsten 30, 40, 50 Jahre und vererbt sie vielleicht. Der Berater kommt ja mehrmals im Jahr auf uns zu. Der kommt erst mit dem Kunden A, dann mit dem Kunden B und dann mit dem Kunden C. Das bedeutet, die Berater sind genauso wichtig für uns. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass eure Dienstleistung im Prinzip so einen Full-Service-Bereich abdeckt. Also kannst du mal so ein Beispiel machen vom Ankauf bis zum Verkauf, welche verschiedenen Phasen so dazwischen sind? Also wie kommt man überhaupt erstmal auf so ein typisches Objekt? Ich habe jetzt hier so ein Rittergut, hattest du mir mal gezeigt, was ihr da entwickelt habt. Das fand ich mega spannend so zu sehen. Jetzt kommt so ein Objekt zu euch. Ja. Wie kommt dann diese Vision zustande? Bist du so jemand, der dann da reingeht in die Immobilie und sofort ein Bild im Kopf hat, wie es werden soll? Kurz. Zum Teil ja. Das mit dem Rittergut, Marc, ist ein gutes Beispiel, wie auch manchmal der Zufall hilft. In den Jahren 2021 hatten wir alle in Deutschland mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Dann hatten wir mit teilweise Lockouts und Verboten, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. So ist es gekommen, dass ich irgendwann mit einem Geschäftspartner, mit dem ich schon mehrere Objekte im Vogtland abgewickelt hatte, war ich dann wirklich an einem Lagerfeuer auf einem Bauhof. Da waren um ein Feuer herum, da haben Leute gegrillt, die haben ein Bierchen getrunken und alle hatten Handwerkerklamotten an. Und dann habe ich gemerkt, der eine ist Dachdeckermeister, der eine war Immobilienmakler, der andere war Fliesenleger und der Geschäftspartner, der mich mitgebracht hatte, hatte mich allen vorgestellt und auf einmal sprach mich jemand an und sagte, hör mal, ich habe hier so ein Ding, hier außerhalb von Plauen, da haben wir ein Grundstück gekauft, da wollen wir 5 Häuser drauf entwickeln. Wir mussten aber so eine Ruine, so ein Denkmal mitkaufen, sonst hätte die Stadt uns das Projekt nicht verkauft. Willst du dir das mal angucken? So, und am anderen Tag, weil ich hatte in Plauen übernachtet, stand ich dann vor dieser Ruine, vor diesem Denkmal. Ein Gebäude von 1896, 97, ein ehemaliges Rittergut, was einem Adligen gehörte, was mittlerweile total verfallen war, aber es war auf der sächsischen Denkmalschutzliste. Und dann kamen schon meine Ideen. Ja, ich habe dann diese Vision schon gesehen, wie könnte das Ding mal aussehen. Ja, und dann greift man so ein Projekt mit Ingenieuren, Architekten und mit all seinen Dienstleistern greift man dann an. Ja. Also wenn ich mir jetzt den Arbeitsalltag einmal vorstelle, du bist jetzt vor Ort, du siehst so eine Ruine.
Finde ich ja auch total spannend. Habe ich ja auch schon öfter mal gesehen in meinem Investorendasein, dass man in so ein Objekt reinkommt, was erstmal ziemlich runtergekommen aussieht. Und du bist dann mit diesen Gedanken im Kopf in dein Büro gefahren und hast dir die Grundrisse hingelegt und hast gesagt, okay, komm, jetzt mal die Raumaufteilung neu verändern, vielleicht energetisch mal gucken, was man so machen kann. Jetzt hast du diesen Plan entwickelt, wie geht's dann weiter? Dann nimmst du Kontakt auf mit einem Bauunternehmer und sagst dem, pass auf, so und so habe ich mir das vorgestellt, bitte so umsetzen. Auch hier hat der Zufall wieder ein bisschen geholfen. Nachdem ich mit dem Architekten mir die verschiedensten Gedanken gemacht habe, wie könnte eine neue Raumaufteilung sein, das Haus ist ziemlich verschachtelt gewesen, weil es vorher einen Haupteingang gab, dann gab es Eingänge für die Bediensteten, die können wir jetzt auch als Nebeneingänge nutzen. Nachdem das alles fertig stand, bin ich einfach wieder auf den Verkäufer zugegangen, weil der ist ja Bauunternehmer vor Ort direkt. Der hat schon mehrere Denkmäler in Plauen saniert. Das heißt, er hat praktisch den Ball an mich übergeben und jetzt habe ich ihm den Ball zurückgespielt. Jetzt hat das alles wegen Corona-Pandemie und den ganzen Nachwehen etwas länger gedauert. Aber seit ungefähr 4 Monaten haben wir jetzt die Baugenehmigung und wollen jetzt im Sommer mit dem Vertriebsstart anfangen. Also ich habe ja schon die neuen Bilder gesehen, wie das Ganze dann in der Endphase mal aussehen soll. Das sieht schon echt spannend aus. Vielleicht können wir an so einem Projekt jetzt mal darstellen, wenn ich jetzt als Kapitalanleger am Ende so ein Objekt kaufe, welche Vorteile bringt mir das, dass ich jetzt über einen Projektentwickler das Objekt gekauft habe? Ich glaube, der normale Bürger, der etwas für die Altersvorsorge tun will, vielleicht gepaart mit einer kleinen Steuererleichterung, der wäre gar nicht in der Lage, diese verschiedenen Schritte zu kombinieren. Er müsste ein Objekt finden. Er müsste Dienstleister einbinden, die das Bautechnische erledigen. Danach müsste er die Handwerker koordinieren. Die Ämter, weil in Deutschland hat alles was mit Bürokratie, Verwaltung und den Erfordernissen der Behörden zu tun. Das ist ein Fulltime-Job. Gerade im Denkmalschutzbereich ist ja, glaube ich, noch mal herausfordernder als eine normale Immobilie sowieso schon ist. Ja, ne? Dann kommt noch das Finanzamt mit dazu. Das muss auch mitspielen. So, und dann müssen diese verschiedenen Puzzleteile alle ineinander greifen. Und ich sagte ja am Anfang schon, der Kunde hat ja einen anderen Fokus. Er ist Arzt, er ist Ingenieur, er ist Verwaltungsangestellter. Also er kann ja woanders etwas gut, was wir beide nicht könnten. So hat jeder seine Daseinsberechtigung und nutzt die Dienstleistung des anderen. Ja, also ich muss auch sagen, meine voreingenommene Meinung zu dem Thema war sonst immer, also Vertriebsimmobilien grundsätzlich war immer, ach, warum soll ich die denn kaufen? Da habe ich doch viel weniger Rendite. So, mittlerweile, wo ich die Projekte selbst auch schon umgesetzt habe und jetzt mittlerweile auch weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, verstehe ich das Ganze etwas anders. Damals ist so, als ich angefangen habe mit dem Immobilienthema 2011, 2012 rum, da gab es immer diesen Mythos vom passiven Einkommen und dass man mit Immobilien eigentlich das Geld im Schlaf verdient. So. Und natürlich denkt man das am Anfang, wenn man anfängt, in Immobilien zu investieren. Ich habe entwicklungsbedürftige Objekte auch gekauft, ganz bewusst. So, und dann merkst du auf einmal, wie viel Alltagszeit dir dieses Projekt natürlich raubt. Dass man am Ende Geld damit verdienen kann, gar keine Frage. Dafür macht man es ja auch irgendwie. Aber je mehr Arbeit ich im Prinzip selber übernehme, umso mehr Rendite kann ich machen. Und mittlerweile ist meine Wahrnehmung von Vertriebsobjekten oder von fertigen Kapitalanlageobjekten, dass man halt natürlich auch die Riesenrendite machen kann, wenn man alles selbst macht. Wenn ich aber je mehr Arbeiten ich quasi an jemanden anderen abgebe, natürlich umso mehr wird meine Rendite geschmälert. Und es gibt jetzt hier genau die Zielgruppe, die du sagst, es ist nicht derjenige, der selber Hand anlegen möchte und selber renovieren möchte und selber mit dem Amt sprechen möchte, sondern eigentlich eher derjenige Kapitalanleger, der mit dem ganzen Projekt gar nicht so selber in Berührung kommen möchte. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel auch so eine Frage, deine Kunden, die kommen nicht alle aus Plauen, oder? Also nein, deutschlandweit haben wir Kunden. Das ist ja genau, das ist ja die Kunst, dass wir einem Kunden, der hunderte von Kilometern entfernt wohnt, einen Standort präsentieren, der einen Mehrwert für ihn darstellt. Ich habe da immer so ein kleines Beispiel. Es gibt natürlich immer die Frage der Kunden, die sagen, warum haben Sie denn nichts in der Nähe? Ich würde da gerne ab und zu mal vorbeifahren. Die Einstellung finde ich immer etwas lustig. Ich entgegne dann immer, naja, wenn er eine Lebensversicherung hat bei der Allianz, dann fährt er ja auch nicht jede zweite Woche nach Stuttgart und guckt, ob die Allianz noch da steht und ob sein Geld noch da ist. Also das bedeutet, wenn er einen Profi hat, auf den er sich verlassen kann,
dann muss er da nicht vorbeifahren. Manchmal ist es sogar besser, weil dafür gibt es Dienstleister, die Sachen erledigen, auch wenn mal Arbeit anfällt, ein Mieterwechsel, ein Wasserhahn tropft, da ist mal ein Versicherungsschaden. Dafür hat man halt Profis. Denn genau wie du sagtest, der Kunde muss immer seine Opportunitätskosten berechnen. Dieser Arzt, dieser Ingenieur, er gibt ja nicht nur seine Freizeit ab, wenn er so ein Projekt selber entwickeln möchte, er gibt ja teilweise auch Geld aus seiner Haupttätigkeit ab. Denn das kostet das ja alles. Natürlich wird es immer den begabten Handwerker geben, der sagt, ich baue mir nebenbei ein kleines Immobilienportfolio an Eigentumswohnungen auf. Auch den wird es immer geben. Aber der ist nicht unsere Zielgruppe. Ja, das stimmt. Und das darf man, glaube ich, auch nicht über einen Kamm scheren, dass also Investoren gleich Kapitalanleger sind. Das ist, finde ich, ein großer Unterschied. Ja. Wenn ich mir jetzt das fertige Produkt vorstelle, das Objekt in Plauen ist fertig und jetzt habe ich einen Kunden, einen Interessenten, der sagt, ich suche eine Kapitalanlage. Welche Vorteile hat der, wenn er das Objekt kauft? Ist ganz konkret das Objekt in Plauen? Als Beispiel. Also das ist ja ein Objekt, was unter Denkmalschutz steht. Da gibt es laut § 7 des Einkommensteuergesetzes einen steuerlichen Vorteil. Der Kunde muss oder die Kundengemeinschaft, so nenne ich es mal, es sind jetzt 8 Parteien, müssen vor dem Beginn des Wiederaufbaus Eigentümer geworden sein. Und dann können sie die gesamten Sanierungs- und Wiederherstellungskosten über 12 Jahre von der Steuer absetzen. Das heißt, sehr verkürzter Zeitraum, sehr hohe Abschreibung. Genau, liegt zwischen 9% und 7% pro Jahr die Abschreibung. Das heißt, bei einem Denkmalobjekt haben wir den Vorteil, man hat nicht nur die Mieteinnahmen, sondern man hat eine zweite Einnahmequelle, in Anführungszeichen, das sind die gesparten Steuern. Dass man immer unter der Voraussetzung, dass derjenige auch weiterhin arbeitet und Steuern bezahlt natürlich. Das sorgt für eine überdurchschnittliche Rendite bei einem Denkmalobjekt. Und vom Zustand her ist das Objekt dann einmal kernsaniert? Das ist dann einmal kernsaniert. Leitungen neu, das ist dann mit einem Neubau zu vergleichen. Also nicht ganz, sondern die gesamte Oberflächenstruktur und die Infrastruktur ist neu gemacht worden. Der Kern, der Stein bleibt der alte. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck des Denkmals. Klar. Es soll ja erhaltenswert bleiben für die Nachwelt. Und dann ist auch schon ein Mieter vorhanden, wenn ihr das Objekt verkauft? Oder ist dann der Interessent, der jetzt das Objekt kauft, selber dazu, also musst du selber einen Mieter suchen? Wie läuft das? Gegen Ende der Bauzeit, meistens so 3-4 Monate vor dem Ende, übernehmen wir diese Dienstleistung gemeinsam mit der Verwaltung vor Ort. Entweder suchen wir uns eine Verwaltung vor Ort, die sehr, sehr gut ist. Jetzt gerade da im Vogtland kennen wir schon Verwaltungen, die sehr, sehr gut sind, die auch viel Erfahrung in der Vermietung haben. Und dann greifen wir das für den Kunden in den letzten 3-4 Monaten an, sodass pünktlich zur Fertigstellung dann eine Familie, ein Pärchen oder jemand in die Wohnung einzieht. Also das heißt, ich kaufe als Interessent eine fertig vermietete Immobilie im Idealfall, beziehungsweise man geht den Weg gemeinsam, sodass der Aufwand nicht beim Käufer liegt. Genau. Wenn jetzt derjenige kaufen möchte, klar, braucht er eine Finanzierung. Ich kenne da jemanden, der da vielleicht das ein oder andere Mal helfen kann. Hat sein Büro in Hagen. Genau. Das heißt also auch da Full Service, auch das wird von euch vermittelt zumindest. Oder begleitet zumindest. Begleitet, dass da unterstützt wird. Die Wohnung wird übergeben. Was passiert dann, wenn der Mieter einen Tropfen im Wasserhahn hat? Wen ruft er dann an? Als erstes ruft er die Verwaltung an, mit der hat er ja auch den Vertrag. Aber emotional ist es manchmal ganz anders. Entweder ist es ja ein Kunde von uns, dann erfahren wir auch das relativ schnell. Das ist auch okay so. Ich hatte ja angedeutet, wir wollen ihm ja helfen. Oder er wendet sich an den Berater. Und der wendet sich wieder an uns. Aber auch das ist nicht schlimm. Dann löst man das Problem gemeinsam. Wenn es jetzt wirklich nur der tropfende Wasserhahn ist, dann ist das Problem schnell gelöst. Aber manchmal geht es auch um eine Neuvermietung oder um einen größeren Schaden, der einfach passiert ist. Und also Interesse halber, also eine durchschnittliche Haltedauer, kriegt ihr das mit, wenn der Kunde die Immobilie weiter veräußern möchte? Läuft das dann über euch oder wie ist da so der Auch Ablauf? Das passiert gerade bei, man muss hier unterscheiden, wir haben einige Bestandskunden, die haben Bestandsimmobilien vor 10-12 Jahren bei uns gekauft. Da hatten wir jetzt jemanden, der kam vor einem halben Jahr auf uns zu und hatte gebeten, ob wir seine Immobilie nach Ablauf der steuerlichen Spekulationsfrist weit wieder verkaufen können. Das haben wir dann auch gemacht, sehr erfolgreich. Viele Kunden halten aber
die Immobilie länger als über den ersten Zinsbindungszeitraum, also 10, 11, 12, 13 Jahre. Ich sage immer wieder, dann fängt es auch an, richtig Spaß zu machen, weil man muss ja dann immer die Rendite auf das eingesetzte Kapital sehen. Mhm. Und gerade bei einer steuerlich begünstigten Immobilie sollte man eh nicht vor dem Ablauf von 12 Jahren verkaufen. Ja. Also da hat man schon eine gewisse Leitplanke links und rechts. Mhm. Am schönsten ist immer die Immobilie, die dann abbezahlt ist, weil es dann meistens die allerhöchste Rendite hat. Ja, klar. Das ist meine Meinung zum Thema Haltedauer. Also du hast jetzt gerade 12 Jahre angesprochen. Die normale Haltedauer, um steuerfrei verkaufen zu können für eine Bestandsimmobilie, die du vermietest, 10 Jahre. Aber du sprachst jetzt von den Sonderabschreibungen. Genau, im Denkmalschutzbereich, da sind es 12 Jahre. Ja, okay, macht Sinn, verstehe ich, dass man da frühestens dann verkaufen sollte. Ist natürlich ein ganz anderes Konzept, aber die grundsätzliche Haltedauer ist vergleichbar mit den Leuten, die jetzt im privaten Bestand auch als Investoren auftreten. Die können ja die Objekte auch gerne in die nächste Generation weitervererben oder sowas. Ne? Ja. Das ist eigentlich am besten. Ja. Weil es die einzige Kapitalanlage, die ich in der Familie halten kann. Mhm. Ein Fonds, ein Aktiendepot. Das kann ich natürlich auch weiter vererben. Oder auch eine Lebensversicherung, die läuft aber irgendwann ab. Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, ist, wenn ich jetzt hier einen Immobilienprofi an der Seite sitzen habe, der Projektentwicklung betreibt. Würdest du sagen, im aktuellen Markt macht es noch Sinn, weiterhin einzukaufen? Oder habt ihr den Kopf in den Sand gesteckt und entwickelt euer Geschäftsmodell gerade in eine komplett andere Richtung? Nein, also auf keinen Fall. Der Immobilienmarkt geht weiter. Natürlich haben wir neue Herausforderungen, andere Herausforderungen. Aber das hat man immer permanent. Man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Das sind ja im Moment die großen Herausforderungen, die steigende Inflation, die steigenden Preise und auch das erhöhte Zinsniveau. Mhm. Beides sehe ich gar nicht so schlimm. Drehen wir es vielleicht um zum Thema der gestiegenen Zinsen. Wir haben immer noch niedrigere Zinsen, als das Durchschnittsniveau seit Bestehen der Bundesrepublik ist. Mhm. Natürlich freuen wir uns über 4%, 4,5% nicht so sehr wie über 2%. Klar. Aber wir haben auch schon Zeit ab mit 5-6%, da haben auch Immobilien funktioniert, da haben auch Leute Immobilien gekauft. Man muss heute auf ein paar Sachen achten, wie gestiegene Mietrendite, weil die passiert nämlich gerade. Mhm. Die Mieten steigen gerade, die Leute sehen sich nach saniertem Wohnraum. Das heißt, und ich würde mal behaupten, dass wir auch einen politischen Zins haben. Mhm. Da müssen wir jetzt ein bisschen durch. Der normale Zins wäre, wenn die ganzen Weltkrisen nicht wären, vielleicht um 1% niedriger, vielleicht eine gute 3 vorne. Und ich glaube, so wird es auch wieder kommen. Wir werden keine Zeit mehr erleben mit 1,5, 1,6, 1,8%. Ist aber vielleicht auch nicht gesund, weil wir haben ja gesehen, dass eine Geldschwemme dann woanders im Finanzmarkt für Probleme sorgen kann. Ja. Und zum Thema Inflation und gestiegene Preise, auch das sehe ich nicht so sehr. Natürlich sind die Handwerkerkosten teurer geworden, die Rohstoffpreise sind angestiegen. Aber wir hatten auch viel zu wenig Anstieg. Mhm. Wir waren die Glückseligen mit 10 Jahren Inflation von 0,8 bis vielleicht mal 1,4. Mhm. Auch das ist nicht so gesund. Ja, jetzt kommen auf einmal die gestiegenen Lohnkosten auf einmal. Jetzt kommen auf einmal die gestiegenen Rohstoffpreise, ausgelöst durch die Geldpolitik der EZB und durch die Ukraine-Krise, gestiegene Rohstoffpreise. Das kommt jetzt auf einmal. Ja, da mussten wir uns auch alle ein bisschen schütteln. Mhm. Aber wir merken gerade, dass auch die Anleger wieder kauffreudiger sind, weil auch die nämlich jetzt auf einmal merken, naja, so viel hat sich nicht geändert. Ich nenne mal das Beispiel, Marc. Wir hatten Spritpreise von 2,10 Euro, 2,20 Euro. Ja. So, und jetzt haben wir wieder Spritpreise von 1,70, 1,75. An so einer Kleinigkeit merken auf einmal auch die Kapitalanleger, naja, es ist zwar ärgerlich, aber so viel ist jetzt auch nicht passiert. Das stimmt, ja. Das bedeutet, das Leben geht für uns weiter, auch im Immobilienmarkt. Wir merken, dass die Preise bei größeren Objekten fallen und auch gerade bei Objekten, die sanierungsbedürftig sind, wo es kein vernünftiges Energiekonzept gibt, da haben wir wieder Chancen auf einen besseren Einkauf, den wir dann über die Rendite an den Kunden weiterreichen können, weil er es ja auch braucht, weil der Zins etwas höher ist. Das heißt also ganz konkret, ihr kauft und auch verkauft gerade aktuell immer noch Immobilien? Na klar, wir fangen gerade mit einem unserer größten Sanierungsprojekte im Süden von Leipzig an, das sind 8000 Quadratmeter. Da muss man genau planen, was die Handwerker angeht, was die Rohstoffpreise angeht. Auf der anderen Seite bei 8000 Quadratmeter, ja, da kaufe ich halt auch nicht nur 5 Türen oder 5 Toiletten. Da kann ich dann auch über den Einkauf einiges steuern.
Aber wir kaufen, wir sanieren weiter und wir verkaufen auch. Die Notartermine finden bei uns wöchentlich statt. Das finde ich ist ein ideales Schlusswort mit nochmal weiterer Motivation dafür, weiterzumachen im Immobilienbereich. Und ich finde, das ist eigentlich auch so eine Kernaussage, die ich beim Stammtisch immer wieder höre. Die Investoren freuen sich gerade darüber, dass sich neue Chancen am Markt ergeben. Du hast gerade selber auch aus deiner Perspektive erläutert, dass du auch gerade wieder neue Chancen am Markt siehst, dass Preise wieder verhandelbar sind. Und ich weiß, dass die Investoren sich freuen darüber, dass so viel Angebot gerade auf dem Markt ist. Das ist auch etwas, was wir in den letzten Jahren ja nicht hatten. Da wurden die guten Deals off-market gemacht und nicht online. Und das finde ich ist eine schöne Motivation, weiterzumachen, dass in allen Bereichen klar neue Herausforderungen gibt, auf die man sich einstellen muss, aber es auf jeden Fall auch Lösungswege gibt, die dafür sorgen, dass wir in dem Bereich heute immer noch Geld verdienen können. Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer vielleicht mal einen Screenshot davon macht, dass er gerade unseren Podcast hört und das Ganze bei Instagram mal posten würde. Das sind immer so Sachen, die mich sehr freuen, wenn ich mitbekomme, dass die Zuhörer unseren Podcast hören und wer vor allen Dingen unseren Podcast hört. Das überrascht mich immer wieder, wenn ich dann irgendwo angesprochen werde und die Leute mir sagen, Mensch, ich habe deinen Podcast gehört, finde ich total toll. Deswegen würdet ihr mir einen Riesengefallen damit tun, wenn ihr das Ganze mal bei Instagram posten würdet. Und ja, wenn es noch die eine oder andere Frage gibt, bin ich mir sicher, dass ich die an dich weiterleiten darf und vielleicht können wir dann auch nochmal einen zweiten Podcast miteinander aufnehmen, wo wir dann auf die einzelnen Fragen eingehen. Und deshalb vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge.